Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Als erstes mal bitte kriegen Sie keinen Schreck. Letzte Woche war ich noch ganz bleich, jetzt bin ich auf einmal ganz braun im Gesicht, weil ich war nämlich im Urlaub, aber wie man ja weiß, nach dem Urlaub ist vor dem AIDA Urlaub. Und jetzt kommen wir zum Magazin. Erstens haben wir einen wunderbaren Ausflug begleitet, die Mitternachtssonne am Nordkap. Zweitens haben wir ganz starke Kinder an Bord und drittens große Social Media Stars. Gucken Sie mal. Unsere Gäste auf AIDA Vita hatten einen magischen Abend. Sie waren am Nordkap und haben die Mitternachtssonne erlebt. Herrliche Bilder, begeisterte Gäste. Bitteschön. Hallo, liebe Gäste, herzlich willkommen am Nordkap. Die Mitternachtssonne scheint. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Es ist wahnsinnig schön hier. Wir waren heute den ganzen Tag müde und jetzt sind wir hellwach, genau wie die Sonne hinter uns. Und es ist wirklich ein toller Ausflug, den man nur empfehlen kann. Es ist einfach atemberaubend schön. Es ist wie das Ende der Welt und es ist das Beste, was mir je an Geburtstagsgeschenk passiert ist. AIDA ist einfach zum rundum Wohlfühlen da. Ich meine, es ist einfach, als wenn man sein Zuhause mitgenommen hätte. Wir freuen uns ja immer bei AIDA, wenn wir positive Resonanz bekommen. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn wir Resonanz kriegen, die wir eigentlich so gar nicht 100% erwartet haben. Wie zum Beispiel jetzt, wo richtig coole, hippe Social Media Stars an Bord waren. Und denen hat es richtig gut gefallen. Kein Wunder. Gucken Sie mal. Ach so, das heißt, du machst Videos mit Produkten und bekommst dafür Geld? Bekommst du dafür Geld? Tja. Nein, das ist mein Job. Ich möchte das werden. Ich kann das unheimlich gut. Es ist ja so, ich habe ja vorher ein bisschen recherchiert und mal geguckt auf euren Accounts, was da so los ist, was ihr für Fotos überhaupt postet. Jetzt habe ich mal versucht, das nachzumachen. Ich kann euch das mal eben auf der großen LED zeigen. Ich habe es versucht nachzumachen. Das ist Shani, so mit Duckface, das ist doch noch in, ne? Jetzt kommt meins. Du bist aber auch einfach wirklich gut zum Angucken. Das kann man nicht anders sagen. Meint ihr, ich habe Potenzial? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Instagram ist auch irgendwo ein bisschen ein Job. Also manchmal dauern so Bilder, die man einfach so sieht, ein Schnappschuss oder so, manchmal 5-6 Stunden. Was? So viel Zeit haben wir nicht. Man weiß, was für eine Zeit dahinter steckt, hinter den Fotos und was für ein Team dann auch manchmal dahinter steckt, vom Fotokameramann und alles drum und dran. Also es ist auch schon ein wirklicher Job. Oh, hallo. Gar keiner hallo. Da. Keiner da. Fantreffen und keiner ist da. Nein. Mit Shani Dakota und Prince of Passion. Jetzt ist keiner da, schade. Keiner sehr, gekommen. Sehr schade. Na, wir drehen uns mal ganz unauffällig um. Okay, ganz unauffällig. Und jetzt sind wir! Doch einer da! Ihr müsst auch was sagen, sonst denken die, ihr seid ach so, nicht ja. Ach so, oh, wir sind da. Das cool. Kriegen wir hin. Das war's, ne? Folgt mir, oder was, wie sagt man das? Ja. Follow me. Follow me. So, welchen Filter nimmt man denn da, damit man cool ist? Nashville? Guck mal, das ist dein erster Fehler. Du hast gar nicht alle aktiviert. Es gibt auch welche, da siehst du direkt gut aus. Echt? Mhm. Best friends forever. Forever. Friends forever. Leute, ihr müsst schreiben, wir sind aber hier in der Primetime mit Janine. Ja. Janine ist voll Fame. Fans, ich schicke jetzt mal meine Fans zu dir. Oh Gott, also sie schickt ihre Fans zu. Was? Hab ich gleich auch 300.000? Schau mal, du hast ja 800. Wie mache ich denn das? Ich habe 829 Abonnenten. Okay, okay. Jetzt, oh Gott, ich raste. Das ist ja heftig. Das ist ja richtig heftig. Ich bin voll aufgeregt.
die sind im Moment richtig angesagt. Ich übrigens auch. Deswegen gehen wir jetzt auch zu unserer Autogrammstunde. Die Schlange für die Autogrammstunde geht das ganze Pooldeck hier lang bis zum Eingang auf Deck 11 ins Theatrium. Die ist ungefähr 70 Meter lang. Gerade jetzt in den Sommerferien sind ja immer viele, viele Kinder an Bord und wir bemühen uns, ihnen was ganz Besonderes zu bieten. Vielleicht auch was, was sie mit nach Hause nehmen können. Und so gab es zum Beispiel auf Aida Bella einen Kurs Selbstverteidigung und Selbstbewusstsein. Das hat ihnen richtig Spaß gemacht. Gucken Sie mal. 1, 2, 3. Eine Eisenbahn macht sogar mit Geräusch. Was machen wir da genau? Ja, wir sagen den Kindern, wie man als kleiner Held eigentlich auch richtig steht, wie man seine Stimme richtig einsetzt, wie man sich groß macht. Aber auch wenn ich mal angefasst werde, dass ich mich sofort auf den Po setze und trampel und schreie und wegrenne. Ich habe heute hier gelernt, wenn ein Erwachsener mich mitnehmen will, dass man zum Beispiel sich auf den Po setzen muss mit ausgestreckten Beinen. Dann kann der Erwachsene einen nicht so leicht mitnehmen. Und ich mache das so laut, dass alle anderen Erwachsenen das mitbekommen, dass mir hier gerade Unrecht passiert. Und das ist genau das, was wir hier mit den Kindern trainieren. Stopp! Und los! Lassen Sie mich! Lassen Sie mich! 1, 2, 3! Vor allem finde ich es immer sehr beeindruckend, wenn man die Kinder am Anfang sieht, dass sie sich noch nicht ganz so viel trauen. Ich habe ja dann auch die Aufgabe, mit den Kindern dann die Übung nochmal durchzugehen. Und da merkt man dann, wie sie aus sich rauskommen. Einfach diese Entwicklung auch innerhalb von einer Stunde zu sehen, das macht mir sehr viel Spaß und vor allem den Kindern auch viel Freude, sich mal selber so ausprobieren zu können. Wir haben Selbstvertrauen in uns selbst gelernt, viele Techniken uns zu verteidigen. Und ich halte ja sonst nichts von solchen Kursen, aber das hat wirklich alles übertroffen, was ich je in solchen Kursen gemacht habe. Das war wirklich sehr gut. Es hat mir auch sehr richtig doll Spaß gemacht, das Bretter zu haben. Das hat zwar ein bisschen wehgetan, aber es war schön. Ich fand es auch schön. Ja, zum Zeug wollte ich gar nichts mehr sagen. Die Bösen haben nichts zu melden, denn wir sind... Besonders für Kreuzfahrt-Einsteiger ist die Metropolentour genau das Richtige. Und Sie werden es nicht glauben, diese Woche, die Verlockung der Woche, ist genau das. Bitte schön. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss für Sie ganz liebevoll zusammengestellt die Bilder der Woche. Viel Spaß! Menschen mich gefragt, warum darfst du das nicht mehr sagen? Ich so, nee, ist verboten. Bitte schön, gucken Sie mal. Ach, gucken Sie mal. Gucken Sie mal. Gucken Sie mal. Gucken Sie mal. Gucken Sie mal.
Gucken Sie mal. Bitteschön. Ich habe auch jetzt ein ganz gestörtes Verhältnis zu Bitteschön. Die nächste Band, die sich freut aufzutreten. Kein Bitteschön.